Aber Herr Jung, es ist doch eine Antwort. Ich verstehe manchmal überhaupt nicht, worauf Sie hinaus wollen. Sie fragen mich, wofür, wie wir abstimmen werden. Ich sage Ihnen, wie unsere Position ist. Was ich das ist denn das Problem? Ja, ans AA zu Atombomben. Im Oktober 2016 stimmen die UN-Mitgliedstaaten darüber ab, ob ein Vertrag zum völkerrechtlichen Verbot von Atomwaffen verhandelt wird. Kennt die Bundesregierung schon ihre eigene Haltung? Also werden Sie dem zustimmen, sich enthalten oder dagegen stimmen? Unsere Haltung zum Thema Atombomben haben wir hier breit diskutiert, Herr Jung, auch auf viele Ihrer Nachfragen. Die Bundesregierung steht für eine atomfreie Welt und wird sich in allen Foren, die es dazu gibt, in denen das Thema debattiert wird, dementsprechend positionieren und sich dafür einsetzen. Wir sind leider nicht so weit, wie wir es gerne sein möchten, aber unsere Haltung ist hier ganz klar. Also ich verstehe Sie richtig, weil Sie sich ja für Abrüstung einsetzen und für eine atomwaffenfreie Welt, dass Sie dieser Abstimmung zustimmen werden, ja? Wir werden uns dafür einsetzen, dass diese Welt eine atomfreie Welt ist und deshalb gehe ich auch davon aus, dass wir bei dieser Abstimmung genau diese Position vertreten werden. Aber Herr Jung, es ist doch eine Antwort. Ich verstehe manchmal überhaupt nicht, worauf Sie hinaus wollen. Sie fragen mich, wie wir abstimmen werden. Ich sage Ihnen, wie unsere Position ist. Was ich verstehe. Das ist denn das Problem? Ich versuche nur zu verstehen, ob Sie wirklich abstimmen werden oder ob Sie das jetzt irgendwie potenziell vorhaben. Weil es gibt Berichte, dass Sie dagegen stimmen werden. Ja, ich kenne diese Berichte nicht. I know a lot of people want to send blankets or water. Just send your cash.